Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Tap to Know Game. Wir starten heute direkt durch mit dem nächsten Block. Endlich ist es soweit und es geht weiter mit der Weatherlight Saga. Und wir starten mit dem Tempest Block und der ersten Edition Tempest. Diese ist am 13. Oktober 1997 erschienen und ist Magics 12. Expansion. Sie beinhaltet 350 Karten, die sich unterteilen in 110 Common, 110 Uncommon, 110 Rare und 20 Basisländern. Es ist seit der Antiquities wieder das erste Set, an dem Richard Garfield mitwirkt. Und verkauft wurde Tempest in 15 Karten Booster Packs mit 11 Common, 3 Uncommon, 1 Rare. Die liegen aktuell jetzt gerade, ich habe nochmal eben beim MKM geguckt, es gibt, muss ich davor noch sagen, von den Boostern und Startern und Displays nicht viel im Angebot, was im europäischen Raum und auf Englisch angeboten wird. Das sind so meine Filter, die ich dafür benutze. Und so ein Booster kriegst du jetzt im MKM für 24 Euro. Dann gab es 60 Karten Starter Packs. Die sind befüllt wie die anderen auch in den vorherigen Editionen. Das ist ja erstmal so der Standard mit den drei Rare und Uncommons und Commons und Ländern und 150 Euro aktuell im MKM. Dann ein Display mit 36 Boostern bekommst du jetzt so für 919 Euro und das ganze Set für 249 Euro. Es ist das erste Mal, dass Wizards für eine Edition vier Themendecks eingeführt hat. Und zwar sind das die Themendecks Deep Freeze, was weiß-blau ist, Flames of Rad, was weiß-rot ist, Slivers, blau-schwarz und The Swarm, weiß-grün. Die kriegt man im Moment auch im MKM nicht mehr viele und da schwankt es zwischen 15 und 50 Euro. Wobei das Sliver Deck mit 50 Euro am teuersten ist. Entschuldigung. Das Regelbuch, in Anführungszeichen, was Tempest dabei lag, ist eigentlich nur noch eine kurze Zusammenfassung der Regeln und verweist halt auf die 5. Edition. Sie nimmt sich dann in einer Art Storybook der Story an und beschreibt halt die Reise der Weatherlight zur Befreiung von Captain Sissey nach Rath. Es war auch das erste Set, das eine Pre-Release-Karte hatte. Es war jetzt nicht irgendwie so, wie es heute ist, dass die Foil und ein besonderes Artwork haben oder so. Es war einfach die ganz normale Karte Dirt Coal Worm. Und auf der war halt das Datum gestempelt. Neue Mechaniken gab es auch in Tempest, und zwar Buyback und Shadow, die wurden neu eingeführt. Und außerdem ist es die erste Edition, die ja, den Auftritt der Sliver einher bringt. Sliver sind im Einzelnen gar nicht so gefährlich, sind halt in der Story technisch Wesen, die in so einer Höhle wohnen, wo die Weatherlight durchfliegt. Und die Masse macht die halt so mächtig, weil sie ihre ganzen Fähigkeiten weitergeben auf alle anderen Sliver. Es gibt insgesamt 9 Cycles, und zwar sind das einmal die Slowlands, die Circle of Protections, der Hoser Double Cycle, die Enemy Color Pale Lands, die Gold Allied Color Spells, die Gold Enemy Color Spells, die Lizards, also so Insektenparasiten, die Medaillons und Slivers. Das sehen wir dann nachher noch einmal, wenn wir die Karten durchgehen. Mai 2015 ist im Magic Online dann nochmal ein Tempest Remastered erschienen, das 269 Karten der besten Karten aus diesem Tempest-Block beinhaltet. Also aus Tempest, aus Stronghold und aus Exodus. Genau, das hat sich dann ja so gegeben. Tempest ist ja, sag ich mal, so die Reise nach Rath. Stronghold ist dann die Expansion, die behandelt dann, als Gerard und die Weatherlight dann ankommen in der Festung von Volrath. Das ist Stronghold. Und Exodus ist dann das Ende, nachdem Sissey befreit ist, wo sie durch ein Portal
einen Exodus finden, quasi wieder raus aus Rat, aus dieser Ebene. Ja, das so einmal vorweg als kleines Intro zu Tempest und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal in die Karten und danach gibt es dann in einer als eine kleine Hörbuchgeschichte einmal die Story nochmal. Das Ganze ist dadurch ein bisschen länger, weil ich das Storybook einmal vorlese, was es zu Tempest gab. Aber ich dachte, jetzt am Anfang mache ich das nochmal ein bisschen ausführlicher und dann findet man so ein bisschen besser in die Story rein. Also wer darauf Lust hat, bleibt bis am Ende dran. Jetzt aber erstmal ab in die Karten. So, dann gehen wir einmal die Karten durch von Tempest. Und zwar gehen wir jetzt nicht alle durch, sondern ich werde da drüben einmal ein paar Karten hinpacken, die ich denke, die so zu Tempest so ein bisschen sich rauskristallisieren, die da gar nicht schlecht sind. Und wir fangen mal mit den Multicolored-Karten an. Das sind jetzt nicht so viele, nämlich nur 10 in diesem Set. Und fangen wir mal hier mit dem Sky Spirit an, der halt für 3 Mana 2/2 fliegend First Strike ist. Finde ich heute noch sogar relativ stark. Das Ganze ist auf Blau-Weiß und einem Colorless gesetzt. Ist ein Spirit, gerade in den heutigen Spirit-Decks, auch noch, denke ich mal, zu gebrauchen. Und ja, das ist so eine der besseren goldenen Karten, würde ich sagen. Und gehen wir mal direkt weiter. Hier haben wir den Segmented Worm. Immer wenn der Ziel eines Zauberspruchs oder einer Ability wird, macht man -1/-1 Counter drauf. Das Ganze für 5 Mana, 5/5, aber halt in Rot-Grün. Ist jetzt nicht unbedingt mehr spielbar, war aber damals relativ häufig doch gespielt worden. Ja, und dann haben wir hier storytechnisch noch eine interessante Karte, den Dracoplasm, das ist ein Shapeshifter. Für ein Rot und ein Blauen ist der fliegend und wenn man den spielt, muss man halt jegliche Nummer von Kreaturen opfern. Und dann kommt der Shapeshifter hier ins Spiel mit so viel Power, wie die ganze Power dieser gesacrificeden Kreaturen ist. Und genauso mit der Toughness. Und dann kann man ihn noch pumpen für Rot, +1/+0. Also ist eine interessante Karte, würde ich sagen. Dann haben wir auch ein paar Legends, also 2 Stück zumindest in diesem Set. Das ist einmal Selenia, Dark Angel, die in der Story noch bekannt sein wird, die ja so ein bisschen auf der bösen Seite der Macht, auf der dunklen Seite der Macht steht. Die ist 3/3 fliegend für 3, einen weißen und einen schwarzen. Und zählt halt wie ein Engel. Und wenn man 2 Leben bezahlt, kann man sie wieder auf die Hand holen. Ja, also dadurch ist das schon mal ganz gut. Dann haben wir noch Vati Ildal, auch eine Legend, die aus der Story dann noch bekannt ist für halt auch Schwarz-Grün, also eher das Enemy-Colored Legend. Genau, ist 3/3, Touch a Creature's Power or Toughness is 1 until end of turn. Kann man ganz gut dann nutzen, um zu blocken. Dann haben wir hier einmal, die jetzt auch in Tempest reingekommen sind, eine neue Creature-Type, die sehr, sehr stark ist. Und zwar sind das die Sliver. Wir haben hier jetzt einmal, das müssten glaube ich die Common Sliver sein, da gibt es in jeder Farbe ein. Hier haben wir den weißen, den blauen, den schwarzen, den roten, und den, wie ich finde, besten Sliver dann von diesen, den grünen. Der gibt nämlich 1/+1/+1. Slivers im Einzelnen sind relativ ungefährlich. Gefährlich werden sie halt, wenn man mehrere hat, weil die geben alle ihre Fertigkeiten auf alle anderen Sliver. Und da ist schon wirklich was richtig Fieses möglich. Also so ein Sliver-Deck ist schon sehr unangenehm als Gegner zu haben. Dann schauen wir uns die Länder an, die Tempest mitbringt. Das sind einmal die Salt Flats, die kommen ins Spiel getappt und bringen einem fürs Tappen ein Colorless Mana. Und es ist ein Painland für Schwarz-Weiß, ein Schaden, wenn ich mir Mana von der Farbe ziehe. Das Ganze gibt es in jeder Farbe. Caldera Lake, Pine Barrens,
Scapland, die habe ich sogar. Und Skyshroud Forest. Genau, das sind so jetzt einmal die Cycles, sag ich mal, die es hier so gibt. Und dann würde ich sagen, als nächstes gehen wir mal so ein bisschen durch die Farben durch. Und ich zeige euch dann zumindest mal so ein paar ganz nette Karten, wie ich zum Beispiel finde, auch als Common-Karte, Armored Pegasus für 2 Mana, 1, 2 Fliegen, das war relativ solide. Dann haben wir hier den nächsten Cycle, das sind Circle of Protections, sind wieder da, wurden gereprintet, sehen dann hier in Tempest wie folgt aus, der grüne, schwarz und blau haben wir eben schon gesehen, hier ist noch der rote. Und wir haben dann auch noch den weißen. Und dann zudem gibt es noch, da ja dieses neue Keyword Shadow eingeführt wurde, gibt es halt noch ein Circle of Protection Shadow, womit man Damage einer Quelle mit Shadow, einer Kreatur mit Shadow, preventen kann. Das ist eigentlich so das Neue, was in diesem Cycle dann jetzt dazu kam. Dann auch noch eine schöne Karte, relativ teuer für 3 Colorless und einen weißen, ist hier ein Bird, 2-2 fliegend, und wenn der ins Spiel kommt, kann man ein Enchantment zerstören. Also ist sozusagen ein Disenchant noch mit drin, den man hier dann auch nochmal gereprintet hat in einem anderen Artwork. Dann haben wir noch als Enchantment, was ich ganz interessant finde, Field of Souls. Whenever non-token creature is put into a graveyard from play, put an essence token into play, threat this token as 1/1 white creature with flying. Wäre natürlich schöner, wenn es irgendwie Spirits wären. Aber ja, gut, das gab es halt so damals noch nicht. Und naja, welche ich auch noch schön finde, ist hier Gallantry. Target blocking creature gets +4/+4 für 2 Mana until end of turn. Und man hat noch so ein Confield drin, dass man eine Karte ziehen kann. Das ist natürlich auch schon ganz gut. Ein nettes Enchantment, gerade jetzt im Zuge von Color Dash, wäre noch Hannah's Custody, finde ich. Und zwar können Artefakte nicht mehr das Ziel von Sprüchen und Effekten werden. Klar, natürlich auch von den eigenen, aber wenn man jetzt gegen so ein aggressives Anti-Artefakt-Deck spielt, denke ich mal, kann man damit schon das ganz gut schützen. Was ich damals gerne gespielt habe, ist hier Heroes Resolve. Die habe ich sogar wirklich gespielt. Der Enchanted Creature gibt es +1/+5. Das dann nochmal schön auf so eine Wall of Swords, dann ist die irgendwie 4/11 oder so. Das hat damals einen guten Blocker gegeben. Was ich auch interessant finde, ist Humility. Each creature loses all abilities and is a 1/1 creature. Für 4 Mana. Gut, gibt es bessere Removals bei Weiß, aber im Endeffekt ist es nicht schlecht. Eine schöne Sideboard-Karte, Light of Day. Black creatures cannot attack or block als Enchantment, wenn man gegen Schwarz spielt. Schon eine fiese Sache. Was jetzt natürlich auch öfter kam, sind Kreaturen, die tappen können. Und hier haben wir einen Master Decoy für ein Colorless und ein Weiß, 1/2, und für ein Mana und tappen, tap target creature. Das wird in Zukunft halt auch immer häufiger mal vorkommen. Genauso wie so Reprints quasi vom Pazifisten, so wie hier. Ein Reprint wieder. Und ja, Enchanted Creature cannot attack or block. Ist ein Klassiker. Und ja, so sah die Karte hier aus. Dann gibt es auch noch Serene Offering. Destroy Target Enchantment, gain life equal to the Enchantment Total Casting Cost. Ist auch solide. Was ich auch noch gerne mochte, waren diese ganzen Soltari-Typen, weil die haben Shadow. Und das war damals echt nicht schlecht. Heute muss man sagen, ist es schwierig, wenn du jetzt zu viel Shadow spielst, weil Shadow kann halt auch nicht normale Kreaturen blocken, dann kann man schon mal, wie wir auch in einem Spiel mit Slivers festgestellt haben, wo ein Kollege dann rausbrachte, All Slivers gain Shadow, dass wir dann Probleme hatten, auch in einem Two-Headed Giant fast, glaube ich, die anderen Kreaturen zu blocken. Das war natürlich dann doof. Aber früher war der gar nicht schlecht. Das war so das neue Keyword. Wollte ich hier nochmal zeigen. Da gibt es hier auch nochmal einen, den Soltari Lancer. 2/2 Shadow First Strike, wenn Attacke. Ja, ist natürlich gar nicht schlecht. Oder halt auch hier das Gegenstück, der Soltari Monk. Protection from Black und from Shadow. Oder hat auch Shadow. Das sind natürlich so diese ganzen Soltari-Dinger.
das ist gar nicht so schlecht. So, dann gucken wir noch einmal durch. Da haben wir hier noch Winds of Wrath. Auch eine schöne Karte. Destroy all creatures with no enchantments on them. Those creatures cannot be regenerated this turn. Genau, und was halt auch wieder hier so ein Keyword ist, ist Buyback, muss man sagen. Worthy Cause habe ich hier mal als Beispiel reingepackt. Hat ein Buyback von 2, das heißt, you may pay an additional 2 when you play the spell. If you do, put it in your hand instead of your graveyard as part of the spell's effect. Ist jetzt hier, sacrifice a creature, gain life equal to the sacrificed creature's toughness. Allerdings, dieses Buyback wollte ich halt noch einmal zeigen. Das ist halt auch gar nicht schlecht. Dann haben wir als Uncommon Sliver in Weiß, haben wir hier den Talon Sliver, All Slivers Gains First Strike. Der ist natürlich auch heute noch richtig gut. Und damit gehen wir auch mal direkt in Blau rüber. Da haben wir hier gleich am Anfang den Benthic Behemoth. 7-6 Serpent für 5-6-7-8 Mana. Hat Island Walk. Ja. Das ist halt wieder eine große, ein großes Monster, was es auf den Tisch bringt. Aber ja, spielbar ist das heute, denke ich mal, eher schlecht. Dann haben wir hier Chill. Die habe ich sogar auch gerne gespielt. Mit einem Colorless und einem... Mit einem Colorless und einer Insel. Red Spell kosten ein Additional... 2 Colorless to play. Das ist natürlich auch nervig. Was es auch noch gab, ein Reprint hier vom Counterspell. Das ist natürlich auch schön nervig immer gewesen. Aber da gab es ja noch diverse Reprints irgendwie, die man da machen konnte oder die man da gemacht hat. Und ich finde das Artwork jetzt nicht so toll wie andere. Es gibt noch andere Counterspells in diesem Set. Und zwar hier Dismiss zum Beispiel, den ich recht teuer finde für 4 Mana Counter-Target-Spell. Allerdings kann man auch noch eine Karte ziehen. Lustige Karte ist auch noch Dreamcash als Sorcery für 2 Colorless und eine Insel. Draw 3 Cards, choose 2 Cards from your hand and put both on either the top or bottom of their library. Die ist auch sogar, glaube ich, ganz gut was wert. Und auch heute noch gut spielbar, finde ich. Dann haben wir hier noch eine schöne Escape Shapeshifter. As long as your opponent controls any creature with flying, Escape Shapeshifter gains flying. The same is true for First Strike Trample and Protection from any color. 3-4 für 5 Mana kann man schon ganz gut was mit anstellen. Ob das heute noch jetzt spielbar ist, weiß ich nicht. Dann, was ich früher auch gerne gespielt habe, ist Gaseous Form. Haben wir hier in einem Reprint wieder Enchanted Creature Neither Deals or Receive Combat Damage. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was auch wieder so ein bisschen hier reinkommt, sind so diese Krabben oder ich glaube, das ging ja in Fallen Empires los, dass die so langsam kamen. Und da mochte ich gerne das Artwork früher, die Horned Turtle für 3 Mana 1-4. Gut, das sind jetzt eigentlich nicht so Karten, die man groß zeigen muss. Ich zeige jetzt nur mal, weil ich an die jetzt eine besondere Erinnerung von damals hatte. Dann haben wir hier Inside. Whenever target opponent casts a spell, cast a green spell, draw a card. Das ist natürlich auch ganz gut, eine gute Sideport-Karte. Haben wir hier noch Mana Severin. Search your library for any number of land cards and remove them from the game. Shuffle your library afterwards. Kann man jetzt natürlich dann wahrscheinlich irgendwie noch eine Kombination draus machen. Mir erschließt sich die aber nicht so ganz. Und da würde ich dann eher mal hier in Institution spielen. Search a library for any 3 cards and reveal them to target opponent. He or she chooses one. Put that card into your hand and the rest into your graveyard. Also der Gegner kann aussuchen. Deswegen ist es tendenziell immer schlecht. Karten, wo der Gegner was aussuchen kann, sind immer nicht gut. Also, aber gut, damals hatte man da nicht so viel zur Verfügung. Dann auch eine Meditate, eine Karte, die heute, glaube ich, so auch ihren Print gar nicht mehr finden würde. Und skip your next turn, draw 4 cards. Wenn man
meint, dass das jetzt nötig ist, dann kann man das natürlich machen. Aber ja, ist natürlich schon ein krasser Drawback, ne? Eine Runde zu verlieren. Dann, ich glaube, nee, den hatten wir schon, ne? Minoric Silver, das war, glaube ich, der Common Sliver hier. Was auf jeden Fall noch ein Reprint ist, ist der Power Sync. Für mich ja, sage ich bei jedem Mal, wenn der auftaucht, der beste Counterspell, weil der Gegner noch sein Mana ziehen muss. Aber ja, gut, dann haben wir noch, schaue ich einmal hier, sogar Meervolk taucht hier mal auf, Rootwater Diver. Rootwater ist ja so auf diesem auf dieser Radebene, wo die Weatherlight drüber fliegt, ist unten so eine große Wasserfläche und dann ein wie ein Wald oben drüber, allerdings ohne Boden, weil diese ganzen Bäume halt aus dem Wasser wachsen. Und die Bewohner dieser Gegend sind halt diese Rootwater Diver. Komme ich dann aber in der Story auch nochmal zu, wenn ich das vorlese. Genau, ansonsten ja, zeige ich jetzt nur mal das Meervolk kurz so aus Flavorgründen. Die Karten selber sind jetzt nicht unbedingt groß spielbar. Für Meervolk-Deck vielleicht gar nicht schlecht, habe mich jetzt aber nicht mit beschäftigt. Dann das Sea Monster, das gar nicht schlecht. 6 Mana, 6-6 und kann halt nur angreifen, wenn der Gegner auch Inseln hat. Hier hinten sieht man dann auch schon so dieses Rootwater, ne? Also das sind so diese Bäume und Pflanzen, die da aus dem Boden herauskommen. Und ja, das ist schon mal gar nicht so verkehrt, dass man das hier einmal sieht. Dann haben wir, was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier haben wir auch noch wieder so ein Bird, den zeige ich nochmal eben. Condor, Sky Shroud Condor. Dann haben wir, wo haben wir denn nochmal was Schönes, was ich hier bei Blau zeigen kann? Die ist auch schön nervig, die habe ich sogar früher auch gerne gespielt. Time App, put target creature on top of Owner's Library. Kann man immer wieder schön zack, zack, zack. Und ja, dann eine der teuersten Karten in diesem Set, muss man sagen, ist Time Warp. Time Warp ist so ein bisschen die überarbeitete, gefixte Version von Time Walk. Und zwar kriegt man hier Target Player takes an extra turn after this one. Ohne irgendwie großen Drawback, dass man dann aussetzt oder so. Also es ist wirklich wie diese Alpha-Beta-Karte. Allerdings nicht mehr für 2 Mana, wie es damals war, sondern für 5. Ich finde die Karte trotzdem immer noch geil und die ist auch trotzdem immer noch sehr teuer. Dann haben wir hier noch Twitch. Twitch, tap or untap, target artifact, creature or land, draw a card. Für 3 Mana. Das kann man, finde ich, auch heute nochmal gut spielen. Und dann haben wir hier noch den Uncommon Sliver. All Slivers gains fly. Heute noch fast in jedem Sliver-Deck, würde ich sagen. Dann kommen wir jetzt zu den schwarzen Karten. Und da fangen wir mal mit dem Spirit an. Da haben wir hier den Beloic Fiend für 5 Mana, 3-3 fliegend. Und wenn der einer Kreatur Schaden zumacht, kriegt der Besitzer der Kreatur auch nochmal 3 Schaden. Und man selber aber auch. Aber gut, kann man dann zumindest was machen, ne? Dann hier noch eine interessante Karte, der Bounty Hunter. Der Bounty Hunter ist 2-2 für 4. Und wenn wir ihn tappen, put a Bounty Counter on target non-black creature. Und wenn wir ihn dann nochmal tappen, destroy target creature with any Bounty Counter. Bounty Counter on it. Ja, ein Art Royal Assassin über 2 Runden quasi. Aber trotzdem eine recht nette Karte, wie ich finde. Und ja, dann haben wir hier noch den Sliver, aber das ist der Common Sliver, den hatten wir schon, aber die Karte ist auch noch ganz nett. Caution, look at the target opponent's hand and choose one of those cards, that player discard that card. Gibt es heute auch schon für 1 Mana, für 3 Mana, trotzdem in manchen Situationen noch gut spielbar, wie ich finde. Dann haben wir hier eine Legend, die wollte ich gerne auch zeigen. Commander Greaven Ilvec. Der ist storytechnisch natürlich nochmal relevant. Das kommt dann nachher. Und zwar für 3 Colorless und 3 Swamps. 7-5. When Commander Greaven Ilvec comes into play, sacrifice a creature. Kleiner Drawback. Greaven cannot be blocked, except by artifact creatures and black creatures. Also das ist sozusagen hier dieses Intimidate, glaube ich, ne? Genau. Dann gibt es auch Zombies, die haben Shadow hier in diesem Set. Und zwar den Dortigu zum Beispiel.
ist jetzt nichts Dolles, zeige ich nur einmal. Gibt es auch als Enchantment hier, Target Creature Gains Shadow until End of Turn für 2 Mana. Also da konnte man dann schon so ein bisschen auf Shadow auch gehen. Wir haben 2 Reprints auch noch in Schwarz, und zwar den Dark Ritual. Der ist ja bekannt, auch ein schönes Artwork. Und Dark Banishing, Destroy Target Non-Black Creature, the creature cannot be regenerated this turn. Also, ja, schöne Artworks, wie ich finde, von den beiden Karten. Auch eine schöne Karte, die ich heute auch sogar noch spielen will, Diabolic Addict, für 2 Mana, Target Player sacrifices a creature. Ist solide, kann man schon ganz gut was machen. Eine schöne Sideboard-Karte haben wir hier noch mit Dread of Night, All White Creatures, Gains -1/-1, das ist auch gar nicht schlecht. Dann, ja, relativ teuer, Fear of Confusions für 2 Mana, Enchantment und für 4 put a -1/-1 Counter on Target Creature. Sehe ich heute jetzt nicht mehr so unbedingt im Spiel, aber ja, gut. Dann ein bekannter Reprint auch noch wieder, Enfeeblement, Enchanted Creature gets -2/-2, den kennt man. Und ich weiß gar nicht, taucht der Gravedigger hier das erste Mal auf oder ist das ein Reprint? Gute Frage, auf jeden Fall wird der 1000-mal noch gereprintet in den nächsten Editionen. Ist für 4 Mana 2/2 und wenn er ins Spiel kommt, kann ich mir eine Kreaturenkarte aus dem Graveyard wieder auf die Hand nehmen. Das ist schon recht stark, wie ich finde. Dann haben wir hier den, nee, das ist der Common Sliver, also da vertippe ich mich jetzt immer. Da haben wir auch noch ein paar Imps hier. Blende die mal nur ein. Da muss ich mal gucken. Da haben wir hier auch eine schöne Karte für 3 Mana, Rain of Tears, Destroy Target Land. Auch eine solide, schöne Sache. Dann Minion, Sorcery. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wo haben wir denn den? Ah, Vampire haben wir hier auch. Aber es fehlt eigentlich noch der Uncommon Sliver. Wo ist denn der? Ich schau mal eben ganz kurz hier. Den Blitz haben wir auch. Ja. Enchanted Reacher. Bin ich jetzt blind? Spirit, Zombie, Legend, Wizard. Ah! Hä? Nee, also wir haben den Sliver, Clot Sliver, each Sliver gains 2 Regenerators Creature. Und wir haben hier unten. Na, einer von den beiden ist. Ich dachte immer, dass die Uncommon nicht diese Zweierfertigkeiten haben. Kann sein, dass das dann der Uncommon Sliver ist, Mind Whip Sliver. Sacrifices Creature, Target Player, discards a card in random. Places as an Sorcery. Das kann sein, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich dachte immer, die Uncommon Sliver hätten sowas wie First Strike, Flying, dass dann hier Shadow gibt. Aber gut, da hätte jetzt Sinn gemacht, aber ist dann so. Ja, dann haben wir Rot jetzt und da fangen wir gleich mal an mit einer richtig schönen, einem richtig schönen Reset-Knopf. Remove all permanents from the game, discard your hand. Also einmal wieder von vorne anfangen für 5 Mana. Die ist auch ganz gut was wert. Und ja, finde ich lustig. Dann haben wir hier den wahrscheinlich, denke ich, Common Sliver. Aber da werden wir mal sehen, wie der andere aussieht. Dann auch eine schöne Sideboard-Karte wieder. Boil, Destroy All Islands. Wenn man gegen Blau spielt, natürlich super. Haben hier sogar Cats. 2/1 Mountain Walk für 2. Gut, muss man sehen, ob man die jetzt spielt. Eine Karte, die ich gerne gespielt habe früher für 1 Mana, ist diese Crown of Flames. Enchanted Creature gets +1/+0 until end of turn. Oder Return Crown of Flames to Owner's Hand. So eine verbesserte Version vom Fire Breathing. Fand ich gar nicht schlecht damals. Dann haben wir hier als Sorcery für 4 Mana den Deadshot. Tap Target Creature, the creature deals damage equal to its power to another target creature. Gibt es ja heutzutage viel für bei Grün. Hier gab es das dann sogar mal bei Rot. Dann haben wir hier, die halt mit den Slivern auch eingeführt wurden in Tempest, sind diese Lizard. Das sind so Insekten, Parasiten, sowas würde ich sagen. Und ja, nur einmal, dass ihr mal so eingesehen habt, doll fand ich die jetzt immer nicht. Dann haben wir Furnace of Wrath, double all damage assigned to any creature or player. Also irgendwie, ja, quasi, ja, Double Strike ist ja jetzt nur bei Kreaturen, also auch ein Lightning Bolt wird dann für 1 Mana 6 Schaden machen, ne? Aber, ja, das kann natürlich auch
da es einen selber betrifft, natürlich auch nach hinten losgehen. Dann haben wir hier auch wieder schöne Goblins. Goblin Bombardment, Enchantment, Sacrifice a Creature, Goblin Bombardment, deals one Damage to Target Creature or Player. Wenn man da jetzt so mit Token generieren arbeitet, dann ist das natürlich gar nicht schlecht. Schöne Sideboard-Karte haben wir hier mit Havoc. Für zwei Mana ein Enchantment, whenever Target Opponent successfully cast a White Spell, he or she loses two lives. Dann haben wir hier, das müsste jetzt der Uncommon Sliver sein, Heart Sliver. All Slivers are unaffected by Summoning Sickness, also alle Sliver haben Haste. Was ich auch richtig cool finde. Dann, ja, den habe ich früher sogar immer im Burn Deck gerne mal gespielt hier. Für 4 Mana Lightning Blast die 2 Damage to Target Creature or Player, einfach weil man damals auch noch nicht so viele Burn Spells wie heute zur Verfügung hatte. Dann haben wir hier auch noch ein paar Goblins, die können wir mal zeigen. Und zwar sind das hier diese ganzen Mog, das ist so ein Stamm, so ein Tribal, den es da halt gibt. Ich blende die jetzt nur mal ein, dann hat man die mal gesehen. Aber groß jetzt spielerisch wert ist es nicht. Dann haben wir hier Palimut, ein Beast. Palimut has Power equal to the number of tapped lands Target Opponent controls. Damit kann ich natürlich für 3 Mana schon mal gut einschränken. Ne? Ja, wird es wirklich was rausbringen, dann wird meiner hier irgendwie 5-3 oder so. Ne? Finde ich lustig. Kann man in manchen Situationen, denke ich mal, richtig gut spielen. Drachen gibt es auch in Rot, den Rati Dragon. 5-5 für 4, fliegend. Wenn Rati Dragon comes into play, sacrifice 2 Mountains or sacrifice. Kann man mal spielen. Kommt auf die Situation an, aber kann man mal spielen. Dann haben wir auch einen Reprint in Rot, und zwar den Shatter. Der ist ja bekannt. Dann auch noch ein Reprint der Stone Rain. Stun finde ich noch eine schöne Karte. Das Target Creature cannot block this turn, draw a card. Für 2 Mana, das ist super. Und dann haben wir Rot auch schon fast durch. Hier kann man Tokens erstellen, 3-1 Tokens, sacrifice 2 Creatures. Kann man dann vielleicht so 2-1-1 Goblins gegen 3-1 Carnivore Token. Ja, gut, aber das sind so Kombinationen. Boah. Das noch heute klappt. 5-4-4-4. When Wild Worm comes into play, flip coin. If you lose the flip, return Wild Worm to owner's hand. Auch ganz lustig. Geben wir in die grünen Karten rein und fangen da auch gleich an mit einem Enchantment für 4 Mana. Alluren. Any player may play a creature card with total casting cost 3 or less whenever he or she could play an instant without paying its mana cost. Also, ja, Kreaturen, die man auf der Hand hat, haben alle, wenn sie 3 oder weniger kosten, Flash. So kann man das heute sagen. Ein paar Apes sind auch hier erschienen und Insekten und Spinnen und die Canopy Spider, die habe ich sogar ein paar Mal gespielt. Und zwar Canopy Spider can block creatures with flying, also hat Reach, ist 1-3 für 2 Mana. Das ist relativ solide gewesen, gerade auch damals, wobei es da zu dem Zeitpunkt doch auch schon ein paar Spinnen gab. Dann haben wir hier wieder eine Legend, Eladamri, Lord of Leaves. Das ist so ja, mit denen sich die Weatherlight-Truppe so ein bisschen verbindet. All Elves gains Forest Walk. Elves cannot be the targets of spells or abilities, also haben Hexproof, Schraut. Nee, man kann ja dann selber auch nicht, das werde ich mir nie merken können. Dann haben wir hier noch Eldamri's Vineyard als Enchantment für 1 Mana at the beginning of each player's main phase at 2 Forest to that player's Mana Pool. Ist natürlich blöd, weil es auch den Gegner betrifft. Ne? Aber ich fand so flavortechnisch passt die Karte echt gut hier in das Set. Dann gibt es natürlich hier viele Elfen und Dryaden und hier haben wir noch einen Druid, hier haben wir Dryaden noch. Die sind halt besonders, die können mit Shadow-Kreaturen blocken. Dann haben wir also Miris Guil, ein Enchantment für 1 und im Endeffekt kann man mit der Upkeep sich 3 machen, also Scry 3. Das ist auch gar nicht schlecht. Dann haben wir hier den Uncommon Sliver, das ist der Horn Sliver, All Slivers Gains Trample. Treefolk haben wir auch, 3-4 Treefolk, Hardwood Treefolk mit Forest Walk. Gar nicht schlecht. Und was Grün natürlich immer hat, ist Life Gain, Nature's Ring, Target Player Gains 8 Lives. Dann haben wir hier noch einen Sliver. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher der Common oder Uncommon ist. Aus Slivers geht's plus 1 plus 1. Ich glaube, das war der Common Sliver, ne? Den hatten wir, glaube ich, vorhin schon. Auch eine schöne Karte hier. Nature's Revolt. All Lands are 2-2 Creatures. Auch schön. Ja. Bam! Angriff. Für 5 Mana. Ja, das ist dann schon gar nicht schlecht, ne?
Dann haben wir hier einen schönen Instant noch, Overrun, Klassiker, als Sorcery zwar, also leider kein Instant Speed, aber vorm Angriff das ausgespielt ist super. All creatures you control get +3/+3 against Trample until end of turn. Das ist halt wirklich stark und gut spielbar. Dann, was ich auch gar nicht schlecht finde, ist dieser Mistkäfer hier, Pinscher Beetles. Pinscher Beetles kennt auch die Target of Spells or Abilities für 3 Mana, 3/1. Das kann man schon mal rausbringen, kann man eigentlich nur wegblocken. Dann haben wir Rampant Growth. Search your library for a basic land card and put it into play. Tap, shuffle your library afterwards. Dafür ist Grün ja bekannt. Das zieht sich hier in der Edition dann auch noch weiter. Dann haben wir hier noch Root Maze. All Artifacts and Lands comes into play tapped. Ja, wenn man jetzt gerade grün spielt und dann viel auch Mana generiert über Kreaturen wie zum Beispiel den Skyshroud Elf, der richtig gut ist, finde ich. Und zwar ist das ein grünes Mana macht der beim Tappen, 1/1 für 2. Oder Mana Fixer ist für Weiß und Rot. Also ich finde den richtig gut, muss man sagen. Dann haben wir hier Stormfront als Enchantment für einen. Das sieht man schon, ne? Immer diese 1-Mana-Enchantments, die waren hier irgendwie in der Zeit. Für 2-Mana Tap Target Creature with Flying. Dann, ja, auch ein Klassiker, Trained Armadon, ist ein 3-3 Elefant für 3 Mana, solide. Dann ein Reprint haben wir auch in grün, die Tranquility, Destroy All Enchantments. Und ja, dann haben wir hier noch so zwei, die werfen wir mal rein. Weltry Gist, Destroy Target Artifact und Wintergrasp, Destroy Target Land. Dann haben wir, Moment, wir haben, haben wir schon Artefakte, ne? Warte, weiß, blau, schwarz, rot, grün. Also wir haben alle Farben soweit durch und sind dann angekommen bei den Artefakten, genau. Da muss ich mal gucken, was wir da so Schönes haben. Die weiß ich sogar, habe ich früher mal gespielt. Sacrifice Bottom Gnomes Gain 3 Life. Total bekloppt, aber schlecht waren die damals gar nicht. Also, dann haben wir hier, das ist auch so ein Cycle, diese Medaillons für jede Farbe, wo dann jeweils der Farbe jeder Spruch ein weniger kostet. Dann haben wir hier auch wieder so eine Draw-Artefakt für 5, Draw 2 Cards and Choose and Discard a Card. Ja, fand ich jetzt nicht unbedingt so geil. Dann haben wir hier Curse Scroll, schöne Karte, auch relativ teuer für 1 Mana. 3 Mana tappen, name a card, target opponent, chooses a card at random from your hand. If he or she chooses a named card, Curse Scroll deals 2 damage to target creature or player. Halt auch irgendwie, ja, nervig, würde ich mal sagen. Dann haben wir hier noch den Grindstone für 3 Mana. Put the top 2 cards of target player's library into the player's graveyard. If both cards share at least one color, repeats this process. Ist natürlich ein bisschen teurer als der Millstone, aber wenn man gegen monofarbiges Deck spielt, ist das natürlich richtig cool, weil dann kann sich das halt schon echt oft wieder triggern. Ne? Da haben wir hier das Jet Medaillon, ist dann für schwarz. Dann haben wir hier Lotus Petal, 0 Mana. Alles, was mit Lotus zu tun hat, ist immer cool und hat irgendwas mit Mana zu tun. Sacrifice Lotus Petal, add 1 Mana of any color to your Mana Pool. Ist gar nicht schlecht. Und ich glaube, das war sogar damals Common. Manakin, add 1 colorless Mana to your Mana Pool für 2 Mana 1/1 Artefakt. Dann gibt es sogar einen Artefakt Sliver, der Metallic Sliver. Metallic Sliver counts as a Sliver, ist 1/1. Kriegt dann halt diese ganzen Bonuseffekte der anderen Sliver auch. Und dann ist der vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier das Pearl Medaillon, das ist das für Weiß. Und das Ruby Medaillon, das ist für Rot. Und dann zeige ich euch auch noch das für Blau, das ist das Saphir Medaillon. Was haben wir noch? Den Phyrexian Splicer. Für 2 Mana und tappen, choose Flying, First Strike, Trample or Shadow. Target Creature with that ability loses it until end of turn. Another Target Creature gains that ability until end of turn. Kann sozusagen einmal switchen, auch mit den eigenen, was gar nicht so schlecht ist. Dann auch, ja, Icy Manipulator in ein bisschen teurer, Tap or Untap Target Creature. Nee, Icy konnte ich untappen, ne? Aber ja, das sogar auch noch
spielbar, würde ich sagen. Scalding Tongs. During your upkeep, if you have three or fewer cards in your hand, Scalding Tongs deals one damage to target opponent. Das kann man auch ganz gut spielen. Genauso wie es halt dann damals auch immer war, waren diese Squeeze Toy, der Squee einmal wegen der Story hier einmal, um ihn nochmal zu sehen. Prevent one damage to any creature ist natürlich auch nett. Dann haben wir den Static Orb, der ist auch immer noch gut dabei. Players cannot untap more than two permanents during the untap phase. Der ist halt auch ja, richtig gut noch was wert. Haben wir hier den Telethopter. Ja, tap a creature you control. Telethopter gains flying until end of turn. Für 4 Mana 3-1. Ja, so ein bisschen Ornithopter-mäßig in die Richtung geht das ja wieder, aber ja, so richtig überzeugen kann der mich jetzt nicht. Dann sind wir hier soweit durch und kommen zu den Ländern. Da in den Ländern gibt es dann, also außer in den anderen, die ich euch jetzt gezeigt habe, die gehen wir jetzt alle nochmal durch, haben wir Ancient Tomb, das ist eins der teureren Länder, 10 bis 12 Euro oder sowas. Add two colorless mana to your mana pool, Ancient Tomb deals 2 damage to you. Genau, dann haben wir hier Calderic Lake. Ach, das waren die hatte ich euch ja schon eben gezeigt. Die Basic Lands noch einmal, dass man die Artbox einmal sieht. Schmeiße ich hier einmal kurz rüber. Zack, 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 so sahen die aus. Und dann haben wir Ghost Town. Ghost Town, add one colorless mana to your mana pool. Oder für 0, return Ghost Town to owner's hand, uses ability only during another player's turn. Also wenn mir das einer Schrott machen will, kann ich es noch auf die Hand nehmen. Dann haben wir die Basic Lands der Inseln. Kann man sich die Artworks angucken. Ich fand die früher, also wenn man die heute sieht, die heutigen, dann mag man die von früher nicht mehr so. Maze of Shadows haben wir noch. Add one colorless mana to your mana pool. Oder für tappen, untap target attacking creature with shadow. That creature dealer deals or now receive combat damage this turn. Dann haben wir, zack, die Mountains. Die schmeiße ich euch auch nochmal hin. Sind jetzt relativ unspektakulär. Und dann haben wir Pine Barrens. Das andere, glaube ich, ne? Dann haben wir hier noch die Plains. Wobei die sehen gar nicht schlecht aus, finde ich. Die Plains sehen ganz gut aus, muss ich sagen. Die anderen fand ich jetzt nicht so. Dann eine schöne, teure Karte auch. Der Reflecting Pool. Add to your Mana Pool one Mana of any type that any land you control can produce. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Die Rootwater Depths. Add one colorless Mana to your Mana Pool. Und dann untappen die nicht. Genau, das sind noch so diese anderen Länder, die es da gibt für diese Farbkombinationen. Im Gegensatz zu diesen, die einen Schaden machen. Das waren so die beiden verschiedenen Arten von Ländern, die es in Tempest gab. Dann gibt es noch hier die Stalking Stones, add one colorless Mana to your Mana Pool, oder für 6 kann ich daraus einen 3-3 Artefakt-Kreatur machen. Dann haben wir hier die Swamps, die fand ich jetzt auch nicht so schick, muss ich sagen. Ich ziehe sie einmal hier rüber, so. Und ja, haben wir hier die Lowlands, das ist dann für Weiß-Blau und einmal tappen und dann nächste Runde antappen die nicht. Also kann ich die jede zweite Runde für das Mana, was unten steht, machen. Das haben wir hier dann auch nochmal für Grün-Weiß. Und jetzt kommen wir zur mit teuersten Karte und teuersten Land in diesem Set. Liegt so zwischen 50 und 80 Euro die Karte. Es ist Wasteland. Wasteland ist eine überarbeitete Version der Strip Mine. Add one colorless Mana to your Mana Pool oder Sacrifice Wasteland Destroy Target Non-Basic Land. Sie haben sie ein bisschen gefixt, weil du mit der Strip Mine ja wirklich jedes Land weghauen konntest. Hier haben sie es jetzt so gemacht, dass du zwar auch noch Länder weghauen kannst, aber keine Basisländer mehr. Also halt wirklich nur noch so diese also diese zum Beispiel, ne? Die kannst du dann weghauen, aber so ein Swamp, den lässt du dann drin. Ja, Wasteland, schicke Karte, ich habe sie Gott sei Dank, aber es ist immer schwierig, so mit den Strip Mines und Wasteland zu spielen, finde ich. Weil einerseits braucht man das Mana dann, wenn man es rausbringt, und es bringt ja nichts, wenn ich sie draußen habe und nie benutze. Ich kann natürlich dann den Gegner damit ja auch schon mal einschränken. Bin ja aber selber auch ein bisschen eingeschränkt, weil ich ein Mana weniger auch zur Verfügung habe, wie der Gegner eigentlich. Ne? Also das kommt immer auf die Situation an, so mit Strip Mine und Wasteland. Ja, das waren die Karten. Und dann würde ich sagen,
Wenn ihr noch Lust habt, bleibt dran, denn ich lese euch jetzt noch einmal aus dem Storybook von Tempest vor und bringe euch damit so ein bisschen die Story nochmal nach. Nicht erschrecken, das Ganze dauert ein bisschen länger, aber wer Lust hat auf so ein kleines Hörbuch, der bleibt jetzt einfach mal dran. Und ich mache das jetzt einmal zum Start des Blogs recht ausführlich, werde dann in die nächsten beiden Editionen, die den Blog dann abschließen, wahrscheinlich nur so ein bisschen die Story nochmal weitererzählen, was ungefähr passiert, aber nicht so ins Detail gehen wie jetzt. Viel Spaß! Die Geschichte der Weatherlight. Was bisher geschah. Sissey, Captain des fliegenden Schiffes Weatherlight, wurde von Volrath, dem Evinka einer Schattendimension namens Rath, entführt. Die Mannschaft der Weatherlight suchte Gerard auf, den Hüter einer Sammlung von Artefakten, genannt The Legacy, um sie nach Rath zu führen und ihre entführte Anführerin zu retten. Die Mannschaft weiß nicht, dass Stark, der aus Rath gebürtig ist, Sissey an Volrath verraten hat, in der Hoffnung, dadurch seine Tochter aus Volraths Gewalt zu befreien. Nachdem Gerard an Bord gegangen war, führte er die Weatherlight durch ganz Dominaria, um die restlichen Crewmitglieder anzuheuern, die er für die Überfahrt nach Rath benötigt. Aus der Wildnis des Lonwa-Waldes kam Gerards alte Freundin Miri, eine Katzenkriegerin. Ein Abstecher zur zeitwandelnden Insel Tolaria fügte Erthal, einen jungen Zauberer, der Mannschaft hinzu. In Urborg schloss sich der adlige Krovax der Mannschaft an. Nach der Aufnahme dieser unentbehrlichen Mitglieder stellte Gerard und die restliche Mannschaft die Weatherlight fest, dass sie, wenn sie die Weatherlight erfolgreich nach Rath reisen sollte, die Hilfe von jemandem benötigen, der Rath kannte, Stark. Gerard und die Mannschaft der Weatherlight fanden den heimtückischen Stark und retteten ihn vor Volraths Söldnerkriegerfürst Maraxus. Stark schloss sich der Mannschaft der Weatherlight an und behielt das Geheimnis des Verrats an Sissey aber für sich. Das fliegende Schiff begann nun seine Dimensionsreise nach Rath, wo es Sissey und Volrath erwarteten. Der Sturm zieht auf. Willkommen in Rath. Sturmwind führt die Wetterlicht auf die erste Etappe ihrer Reise, um Sissey aus der Gewalt des teuflischen Volrath, des Herrschers der Schattendimension Rath, zu befreien. Diese Geschichte wird im größten Detail in Büchern, Magazinen und Comics erscheinen, aber der Kern der Handlung wird hier vorgestellt, damit du Rath mit Hilfe der Karten in Tempest erkunden kannst. Dies ist eine Zusammenfassung des jüngsten Kapitels in Gerards Odyssee durch die Dimensionen. Ankunft in Rath. Das Brummen der Maschinen der Wetterlicht sinkt um eine Oktave, als das fliegende Schiff aus dem Äther zwischen den beiden Welten hervorbricht. Dominaria entschwindet unter dem Rumpf wie ein Wassertropfen, der an einem Glas hinunterläuft. Und an seiner Stelle erscheint der aufgefühlte Himmel von Rath. Kochende Wolken wirbeln sich in blauen und violetten Strudeln und Blitze verfolgen sie in gezackten Bahnen. Regelmäßig sinken große Tropfen des Himmels auf die gequälte Erde herab, als ob sie sich mit aller Gewalt wieder zu vereinigen suchten. Die Wetterlicht taucht steil hinab, um diesen Massen destruktiver Energie zu entgehen. Gerard, der Captain der Wetterlicht, ruft den Kern seiner Mannschaft aufs Deck zusammen und gemeinsam dringen sie in das Land ihres Feindes ein. Irgendwo vor ihnen befindet sich Volraths Festung und darin Sissey. Gerard weiß, dass er sie um jeden Preis aus Volrath befreien muss. Miri, die Katzenkriegerin, befragt Gerard, ob er einen Plan habe, wie er Sissey finden und retten und wie er Volrath bekämpfen wolle, wenn sie erst einmal die Festung erreicht haben. Gerard gibt zu, dass er noch keinen hat. Er argwöhnt, dass Sissey der Köder ist, um ihn hierher zu locken, aber seine Loyalität zu ihr erfordert seine Beharrlichkeit. Miri antwortet darauf nicht, aber insgeheim wünscht sie sich, dass jemand eine ebensolche Loyalität für sie empfände. Stark, der aus Rath gebürtig und in Volraths Reich der Lotse der Wetterlicht ist, sagt, dass sie froh sein müssen, die Festung auch nur zu erreichen. Hannah, die Navigatorin des Schiffes, ist bezüglich ihrer Chancen nicht
ganz so zynisch wie Stark, aber sie erläutert Gerard, warum die Navigation im besten Falle schwierig sein wird. Sie deutet auf den kargen Horizont, der vom Himmel nahezu nicht unterscheidbar ist, und weist darauf hin, dass der Boden unter ihnen so chaotisch ist, dass er so gut wie keine Geländepunkte aufweist. Des Weiteren hat sie festgestellt, dass die Sonnenrad viel zu schwach ist, als dass sie eine Orientierungshilfe wäre. Gerard hört sich die Zweifel seiner Mannschaft an und versichert ihnen dann, dass sie die Festung finden werden. Seine Gewissheit bestärkt die anderen. Lächelnd gibt er den Befehl, die Segel zu setzen. Auf der Suche nach einem Geländepunkt, an den sich Stark vielleicht erinnern kann, gleitet die Wetterlicht über die zerklüftete Küste. Die Bäume unter ihnen verdichten sich und werden zu einem undurchdringlichen Dach schwarzen Waldes. Plötzlich stößt Tangard, der Minotaurus, einen Warnruf aus und zeigt nach oben, wo gerade ein wuchtiges, clownartiges Kriegsschiff aus den dicken Wolkenbänken über ihren Köpfen hervortaucht. Es ist die Raubvogel, das fliegende Schiff Vollrads, das von Greven Ilvek, dem magisch mutierten Vollstrecker des Evenkars, befehligt wird. Greven ist ein unförmiges Gebilde aus Metallplatten, Körperteilen und hervorstehenden Dornen. Er brennt vor Ehrgeiz und sein dringlichster Wunsch ist es, Vollrad zu vernichten, der ihn mittels einer furchterregenden implantierten Rückgrats kontrolliert. Heute sind Gerard und seine Mannschaft das Opfer seiner Wut. Die Raubvogel eröffnet das Feuer auf die unvorbereitete Wetterlicht. Das Schiff wird erschüttert. Gerard klammert sich mit gezogenem Schwert an die Reling des Vorderdecks und beobachtet, wie Greven Ilvek den Sturm auf die Wetterlicht vorbereitet. Als die Raubvogel näher kommt, verstummen die Kanonen in Vorbereitung des Angriffs. Die 3 Dutzend Mannschaftsmitglieder der Wetterlicht verteilen sich auf die Decks und erwarten die Schlacht. Am Bug der Raubvogel wartet ein Haufen von Mogs, einer besonders garstigen und hässlichen Untergattung der Goblins, auf den Kampf. Stark ruft dazu, dass Mogs von der Aura von Artefakten angezogen werden. Sobald sie an Bord der Wetterlicht sind, sagt er, werden sie die Bestandteile der Vermächtnis für ihren Meister Vollrad erschnüffeln. Gerard nimmt sein Schwert noch fester in die Hand und macht sich fertig zum Gefecht. Die beiden Schiffe stoßen zusammen. Auf das kreischende Geräusch der Kollision folgen unmittelbar das Klingen der Schwerter und die jähen Schmerzensschreie. Bald sind alle mit dem Blut von Mogs wie auf Menschen bespritzt. Tangard und Greven fungieren als hochaufragende Orientierungspunkte für ihre Mitstreiter. Mit weit ausholenden Schlägen räumen sie die Feinde aus dem Weg. Während Orim, die samitische Heilerin der Wetterlicht, sich selbst gegen die Angriffe verteidigt, kümmert sie sich unverdrossen um die Verwundeten. Die Kanonen der Raubvogel eröffnen erneut das Feuer. Dieses Mal ziehen sie auf die Mäste und die Mannschaft der Wetterlicht. Als die Schlacht über das Deck tobt, entdeckt der adlige Krovax schließlich in einem flüchtigen Moment Selenia, den Engel, der einst sein Anwesen beschützte, wie sie in das Kampfgetümmel mit hineintaucht. Seine Miene erstarrt, als er die Wahrheit erkennt. Selenia dient nun Vollrad. Das Schwert, das seine Familie verteidigte, erschlägt nun seine Kameraden. Krovax versucht verzweifelt, sie zu erreichen, aber sie werden durch das Hin und Her der Schlacht auseinandergehalten. Er weiß nicht, dass Selenia, die mit einer starken Bindung an Krovax erschaffen wurde, seine Ankunft gespürt und Raubvogel in diesem Blutbad geführt hat. Selenia verachtet Greven und Vollrad und wäre lieber mit Krovax zusammen, wenn sie könnte, aber sie kann sich Vollrads Befehlen nicht widersetzen. Seine Feinde vernichten und das Vermächtnis in Besitz nehmen. Aus Furcht vor seinen Mock-Cousins und in der sicheren Annahme, dass er in wenigen Augenblicken sterben muss, flieht Squee, der Smoothie der Wetterlicht, vor dem Kampf. Er klettert unter Deck, um sich zu verstecken und das Artefaktspielzeug, das er vor einigen Tagen aus dem Laderaum stibitzt hat, zu sichern. Er wickelt sich selbst um die warme, unförmige Kugel und lauscht, wie Mogs den Laderaum durchsuchen.
Die Mogs grunzen und murren, während sie durch die Räume der Wetterlicht stapfen, auf der Suche nach den Elementen des Vermächtnisses. Der Mog, der sich am nächsten zu Squees Versteck befindet, schreckt plötzlich von einem schrecklichen Gestank zurück und wendet sich ab. Squees Körpergeruch schützt ihn und sein Spielzeug vor den feinfühligen Nasen der Mogs. Geschafft, aber auch erleichtert, nimmt sich Squee vor, Gerard die Vorteile mangelnder Körperpflege zu erläutern. Der Silbergolem Khan, dessen pazifistische Einstellung ihn daraus hindert, die Räuber zu erschlagen, wird von den Mogs als ein Artefakt des Vermächtnisses identifiziert. Als sie ihn ergreifen, schlägt er um sich, um sich zu schützen. Sein kräftiger Schlag tötet den Mog, den er zu Boden schickt. Nun lähmt ihn sein Gewissen. Er leistet keinen weiteren Widerstand, Dutzende von Mogs fallen über ihn her, werfen ihn zu Boden und tragen ihn an Bord der Raubvogel. Erdai versucht, den Golem zu schützen, aber die Affinität der Mogs zum Vermächtnis scheint sie immun gegen seine Magie zu machen. Sie gestikulieren untereinander und knurren Erdai an, als sie sich an ihm vorbeidrängen und mit Khan und vielen anderen Schätzen des Vermächtnisses auf die Raubvogel zurückkehren. Nur widerwillig lassen sie den Trankristall in der Maschine des Schiffes zurück, aber sie können ihn nicht herauslösen. Schlussendlich zerbrechen sie den Kristall mit ihren Hämmern, aber sie schaffen es nicht, ihn freizubekommen. Während die Mogs die Wetterlicht plündern, bahnen sich Gerard und Greven Ilvec einen Weg durch das Kampfgetümmel, um einander zu erreichen. Gerard ist ein beweglicher Kämpfer, aber Greven ist brutal und unermüdlich. Greven verwundet Gerard durch einen tiefen Schnitt in die Lippe, ein Vorzeichen für Grevens möglichen Sieg, aber obwohl sich die beiden um Kreisen und Hiebe austauschen, gibt an Bord der Raubvogel Greven erster Maat Vati Idel-Dal den Befehl zu feuern. Offensichtlich verfolgt er damit zwei Ziele. Zum einen Grevens Ziel, die Wetterlicht zu erobern, und zum anderen sein eigenes Geheimnisziel, Greven zu töten. Vati weiß, dass die Kommando der Raubvogel greifbar nahe ist, wenn nur der missgebildete Greven in dem Feuerstoß umkommt. Das Dröhnen der Bockkanonen ist ohrenbetäubend und der Einschlag erschüttert beide Schiffe. Als die Wetterlicht plötzlich Schlagseite bekommt, stürzt Gerard über die Reling. Hanna will ihn halten, kann ihn aber nicht rechtzeitig erreichen. Hilflos schaut sie zu, wie Gerard auf das Wirrwarr des Waldes unter ihnen hinunterstürzt. Tangards Wut. Greven Ilvec erlangt wieder festen Halt und befiehlt den Rückzug. Sie haben das Vermächtnis und Gerard ist sicherlich tot. Die Mogs quietschen und schnauben vor Freude, als sie siegreich auf die Raubvogel zurückkehren. Greven, der erkennt, dass ihnen sein erster Mal töten wollte, schreit seinen Räubern voran. In seiner Wut weigert sich Tangard, die Raubvogel, mit Khan und den anderen Artefakten entkommen zu lassen. Er kann nicht zulassen, dass seine Ehre und Gerards Schätze so einfach gestohlen werden. Als sie das dunkle Kriegsschiff aufsteigt, springt der Minotaurus hoch und greift sich ein dickes Tau, das von der Reling des Schiffes herunterhängt. Während die Wetterlicht unter ihm verschwindet, klettert Tangard an Bord des Raubvogels und sucht sich ein Versteck. Die Raubvogel nimmt wieder Kurs auf Feurats Festung. Ihren Auftrag hat sie mit einer einzigen Feindfahrt erfüllt. Während er nach Vati fahndet, überprüft Greven Ilvec den Stand der Dinge. Das Vermächtnis ist sicher im Laderaum des Schiffes verstaut und Mogs umschwärmen ihre Teile wie Insekten das Licht. Die Wetterlicht bleibt intakt, wie Feurat befohlen hat, aber dank Vati Ildal ist Gerard wahrscheinlich tot anstatt gefangen. Greven findet Vati genau in dem Moment, wo seine Wut den Höhepunkt erreicht hat. Vati erzittert, wohlwissend, dass er ohne Befehl gefeuert hat und dass sein Plan, Greven zu töten, offengelegt worden ist. Greven ergreift seinen ersten Maat und diszipliniert ihn. Er packt Vati und wirft ihn über Bord, seinem Tod entgegen. Selena, der dunkle Engel, kehrt in dem Moment auf die Raubvogel zurück, als Vati fällt. Ihre Begegnung mit Gerard vor wenigen Augenblicken lässt sie über die Ironie Vatis Todes lächeln, als dieser an ihr vorbeistürzt. Sie eilt zu Greven, um ihn von Gerards Schicksal zu berichten. Der benommene Gerard stürzt der Decke des Waldes entgegen.
Als er sich den Bäumen nähert, huscht ein Schatten über ihn und er wird plötzlich von oben gepackt. Er schaut nach oben und sieht Selenia, den dunklen Engel. Sie lächelt siegesgewiss, als sie seinen Fall aufhält und sich anschickt, ihn mit auf die Raubvogel zu nehmen. Gerard denkt sich, dass er seine Chance lieber unten suchen will. Er kämpft wild gegen sie an, kommt frei und vollendet seinen Sturz, indem er zunächst in die Bäume, dann auf den Waldboden und schließlich ins Wasser fällt. Über ihn schreibt der Engel auf vor Überraschung und Enttäuschung. Sie taucht auf der Suche nach ihm in die Baumwipfel ein, aber Gerard kriecht weg und versteckt sich. Sie weiß, dass Gerard überlebt hat, aber sie kann sich in dem dichten Wald nicht bewegen. Sie gibt die Suche auf und Gerard sieht zu, wie sie davon schwebt. Gerade als Gerard wieder aufatmet, bricht eine Gruppe wilder Fischwesen, das Wurzelwassermeervolk, aus den Wurzeln hervor. Ihr Aussehen ist derart wild, dass Gerard überrascht ist, als sie eine Art Sprache benutzen, um sich gegenseitig anzuschreien. Er springt aus ihrer Reichweite, als im selben Moment ein riesiger wurzelbrechender Wurm, angelockt durch die Bewegung des Meervolks, hinter ihm herschießt. In einem Augenblick werden Gerards beinahe Angreifer verschlungen. Er schleppt sich in den dunklen Wald davon. Dies ist der Wolkenwald, ein ausgedehnter Wald, der sich auf dem Wasser befindet. Seine verschlungenen Wurzeln bilden den Boden und alles unterhalb des Blätterdaches wird gewöhnlich nie von Sonnenlicht berührt. Diejenigen, die unterhalb der Bäume leben, nennen ihn Wurzelwasser. In einiger Entfernung erspäht Gerard eine große Schar von Menschen und beschließt, sich ihnen zu nähern. Sie sind die Weg, ein Stamm von Halbnomaden, die voll Vertrauen ihrem Orakel tief in den Wald gefolgt sind. Das Orakel Enweg spricht Gerard an und eröffnet ihm, dass sie die Gabe der Vorhersehung habe. Es sei ihre Pflicht, ihrem Volk während Volraths Herrschaft Kraft zu geben. Danach wendet sie sich zu ihren Anhängern und verkündet, dass Corvidal gekommen ist. Gerard ist ziemlich verblüfft, als die Menschenmenge in Jubel ausbricht. Nachdem sie die Baumwipfel eine Zeit lang abgesucht hat, findet die Crew der Wetterlicht keinen Beweis dafür, dass Gerard seinen Sturz überlebt hat. Das Schiff steigt langsam hinab, der Schaden vom Angriff der Raubvogel hat eine Landung erzwungen. Hannah stellt fest, dass umfangreiche Arbeiten an der Maschine nötig sind, um den Schaden der Mox zu beheben. Der Trankristall, ihre einzige Möglichkeit zur Dimensionsreise, ist beinahe völlig zerstört. Langsam sinkend kreist die Wetterlicht über dem Blätterdach, das so dicht ist, dass es wie fester Boden aussieht. Als sich die Wetterlicht dem Wipfel des Wolkenpfades nähert, hackt die Mannschaft vergeblich die naheliegenden Äste ab, um den Abstieg des Schiffes zu erleichtern. Mit einem lauten Krachen reißt das Schiff ein Loch in den Wald. Als die Wetterlicht aus dem nassen Boden zur Ruhe kommt, ist das Deck von großen Ästen und anderen Trümmern bedeckt. Krovax organisiert die Aufräum- und Reparaturarbeiten, während Orim sich um die Verwundeten kümmert und die Verluste sowohl an der Ladung als auch an der Mannschaft erfasst. Hannah und Miri wollen beide Gerard noch nicht aufgeben, deshalb machen sie sich auf die Suche nach ihrem Kapitän. Miri aus ihrer Loyalität zu ihrem besten Freund und Hannah aus einem Anflug wieder aufkommender Liebe. Tief im Wald begegnen sie einem instabilen Gestaltwandler, einem abscheulichen Ding, das versucht, ihre beiden Gestalten zur selben Zeit anzunehmen. Gemeinsam besiegen sie den Gestaltwandler und dieser Sieg ist ein Augenblick der Offenbarung für Miri. Sie entdeckt, dass sie sich neben Gerard auf jemand anderen als Verbündeten und Freund verlassen kann. Als sie sich von dem Kampf erholen, sehen sie plötzlich von einer Bande feindlicher Rati-Elfen umzingelt. Die bleichen, in Schlangenhaut gekleideten Elfen nähern sich mit gezogener Waffe, um die beiden gefangen zu nehmen. In der Zwischenzeit bittet Gerard verwirrt durch die ganze Aufregung unter dem Weg, das Orakel ihm dessen Verkündung zu erläutern. Sie sagt, dass Gerard kaum vorhergesehen habe, weil er der Korvekdal, der Friedensstifter, sei. Sie erzählt ihm, dass sie weg einst von den beiden anderen menschlichen Stämmen Rats getrennt wurden und spricht dann Gerard die Rolle des kosmischen Unbekannten zu, der das Schicksal von Rat und dessen Herrscher ändern wird.
Sie bittet ihn, die Veg auf ihrem Weg zu den Elfen des Wolkenwaldes zu begleiten, mit denen sie sich verbünden wollen, um Vollrath herauszufordern. Obwohl Gerard, ob der Verkündigung des Orakels etwas verwirrt ist, stimmt er gerne zu, die Veg auf ihrem Weg zu dem Wolkenwald-Elfen zu begleiten. Er hofft, dass diese ihm helfen können, die Wetterlicht wiederzufinden und Vollraths Festung zu erreichen. Als sie das Dorf erreichen, findet Gerard dort Hanna und Miri als Gefangene der Wolkenwald-Elfen. Eladamri, der Herr des Waldes und Anführer der Elfen, hat bereits einen Angriff auf die Wetterlicht durchgeführt. Ihm ist nichts von einem Korvekdal bekannt. Bis an die Zähne bewaffnete Elfen warten darauf, alles Leben auf der Wetterlicht auszulöschen. Es bleibt nicht viel Zeit für Verhandlungen. Gerard erklärt den Elfen, dass die Crew der Wetterlicht hier ist, um Vollrath herauszufordern und falls nötig zu töten. Ihr primäres Ziel ist die Befreiung Sisseys, aber wenn Vollrath einen Kampf haben will, wird ihm Gerard sicherlich diesen Gefallen erweisen. Während sie auf Gerard zeigt, erläutert das Orakel Enveg Eldamri im Stillen die Prophezeiung bezüglich des Korvedals und sagt, dass er die Stämme der Menschen gegen den Evenka vereinen wird. Obwohl er insgeheim nur Verachtung für die Legende der Menschen übrig hat, sieht Eladamri das Potenzial seines Verbündeten mit den Menschen und erklärt sich widerwillig bereit, Gerards Freunde freizulassen, und Hanna und Miri sind beide außer sich vor Freude. Gerard am Leben zu sehen, wenn auch Hanna sich dagegen wehrt, allzu viel Emotionen zu zeigen. Sie hat noch nicht vergessen, wie Gerard sie und die Wetterlicht vor Jahren verlassen hat. Trotz ihrer Zurückhaltung umarmt sie ihn jedoch, sie schauen sich beide intensiv an, noch zögernd. Zunächst geben sich beide einen ausgedehnten Kuss. Nach einem Moment Stille räuspert sich Miri leise. Sie berichtet Gerard über die Schlacht, das gestohlene Vermächtnis, inklusive Khan, die beschädigte Maschine, Tangards Sprung auf die Raubvogel. Während sie reden und planen, finden sich Gerards und Hannas Augen. Zwischen den beiden hat sich einiges geändert. Eldamri sagt, dass er sie zurück zur Wetterlicht führen will und befiehlt seinen Truppen, zurückzuziehen. In der Zwischenzeit begraben Krovax, Ertai und Orim ihre gefallenen Kameraden im Wald. Als sie wieder aufs Schiff zurückkehren, bewegt sich etwas im Unterholz. Krovax zieht ein Schwert. Eine Patrouille von Elfen kommt aus dem Wald, Schwert und Bogen in den Händen. Die Mannschaft stellt sich darauf ein zweites Mal angegriffen zu werden. Sie bewaffnen sich und rechnen mit dem Schlimmsten. Plötzlich befiehlt ein Zauberer der Elfen, den Wurzeln des Wolkenwaldes an der Bordwand der Wetterlicht emporzuranken und das Schiff auf dem nassen Boden festzuhalten. Dann ertönt ein seltsames Horn aus dem Wald, ein Angriffssignal für die Elfenpatrouille. Gerard und seine Begleiter kommen im letzten Moment. Eldamri befiehlt seinen Truppen den Rückzug und Gerard vermag es, seine Leute zu beruhigen. Als die Lage klar ist, schlägt Eldamri vor, zum Dorf der Elfen zurückzukehren, um seinen Kriegsrat abzuhalten. Als die anderen sich anschicken, von Bord zu gehen, fühlt sich Stark beobachtet. Er dreht sich um und steht dem Orakel vom Angesicht zu Angesicht gegenüber. Sie studiert sein Gesicht. Sofort vermutet Stark, dass ihn das Orakel wiedererkennt. Er beißt sich auf die Lippe, nicht jetzt, wo er so kurz vor dem Erfolg stehe. Stark überlegt sich einen Plan. Er hat viele Geheimnisse und er vermutet, dass das Orakel in Veg eines davon kennt. Genau wie Greven ist Stark Ilveg, das heißt verbannt aus der Gemeinschaft der Veg. Der Kriegsrat. Im Dorf der Elfen angekommen, erklärt Gerard Eladamri, dass die Wetterlicht beschädigt ist und Rat nicht verlassen kann. Er fragt ihn, ob die Elfen den Trankristall reparieren können. Der Herr des Waldes sagt nein, weil ihre Zauberkräfte auf Naturmagie begrenzt sind. Aber er erzählt Gerard von einem anderen Weg aus Rath heraus, einem Portal, von dem jedoch niemand weiß, wo es hinführt. Man sagt, dass es lediglich zu einem Ort führt, der schlimmer als Rath ist. Obwohl Eldamri zweifelt, dass solch ein Ort existiert. Aber in der Vergangenheit haben einige, die verzweifelt Vollrath entfliehen wollten, das Portal benutzt. Eladamri beschreibt
den Canyon, in dem es steht, und warnt Gerard, dass es auf magische Weise verschlossen zu sein scheint. Gerard sagt, dass sie es öffnen müssen. Es ist ihre einzige Möglichkeit zu entkommen. Der neu geformte Rat der Elfen und der Weg ist von Gerards Ehrgeiz beeindruckt und Eldami ruft zu einer Belagerung von Feurats Bergfestung auf. Beide Parteien haben schon so lange unter dem Märtyrer des Evinkars gelitten, dass sie die Aussicht auf einen Endkampf überwältigt. Sie wissen, dass Feurats Fall die Zukunft ihrer Völker beflügeln wird, in Rat und anderswo. Gerard bekennt freimütig, dass er nicht hier sei, um Feurat zu besiegen, sondern um Cersei zu retten. Er will nicht, dass die Elfen und Weg ihr Leben für etwas riskieren, das sie vielleicht als hoffnungsloses Unterfangen entpuppt, und besteht darauf, dass sie diesen Plan aufgeben. Eldamri hält dagegen, dass, wenn Feurat jemals herausgefordert werden soll, nun die Zeit dafür sei. Er plant, die Elfen und Weg direkt zum Eingang zu führen, während die Wetterlicht durch eine Reihe von Belüftungstunneln von der entgegengesetzten Seite in den Berg eindringt. Stark, der diese Öffnung kennt, rät Gerard, sie ungeachtet ihrer Gefahren zu benutzen. Gerard fleht den Rat noch einmal an, den Angriff zu überdenken, zumindest bis Cersei befreit ist, aber Eldami stimmt einer Verschiebung des Angriffes dann doch noch zu, während sie sich zur Wetterlicht zurückbegeben, ist sich Gerard aber nicht sicher, ob die Geduld des Elfenlords lange anhalten wird. Spät in der Nacht, als sich die Mannschaft auf dem Weg zum Schiff macht, geht Stark auf das Orakel in Weg los. Er weiß, dass sein ganzer Plan zu Fall kommen könnte, wenn sie verrät, dass er ihr Weg ist. Er beschließt, dass er sie töten muss. Stark nähert sich dem Orakel während ihrer Meditation. Sie beginnt eine lockere Konversation mit ihm und ignoriert offensichtlich ihre vagen Erinnerungen an ihn. Stark fühlt seinen Jähzorn aufsteigen. Er täuscht Freundlichkeit vor, um sie dazu zu bringen, zu enthüllen, ob sie ihn kennt oder nicht, aber das Orakel bleibt unbeirrt. Sie ist freundlich zu ihm und befragt ihn nach seiner Aufgabe auf der Wetterlicht. Stark gerät ins Zögern. Ihre Kehle durchzuschneiden und sie ins Wasser zu werfen wäre einfach, aber das Orakel erscheint ihm so wohlgesinnt. Stark zögert zu lange, die Posten für die erste Nachtwache rücken an. Er murmelt ein Gute Nacht und kehrt mit den anderen zur Wetterlicht zurück. Als Gerard und die anderen das Schiff erreichen, dessen Reparaturen so weit fortgeschritten sind, dass es wieder fliegt, erzählt Stark Gerard, dass die Tunnel und Höhlen, die zur Festung gehören, unglaublich gefährlich sind. Große Schmelzofen verfeuern die Felsen des Berges und in den Schlammgruben darunter verfaulen Leichen. Er fügt an, dass die Wetterlicht auf diesem Weg vielleicht nicht einmal durch jeden Durchgang passen wird. Gerard nickt, aber sie haben keine Wahl. Sie werden zunächst zum Portal gehen, um einen Fluchtweg einzurichten, und danach wollen sie in Feurats Berg segeln. Das Portal. Die Wetterlicht landet in dem Canyon, den Eldaramri beschrieben hat. Das riesige Portal steht auf einem hohen Tafelberg. Aus seiner Mitte starrt ein wuchtiges, aus dem Stein gehauenes Gesicht in den Canyon. Als sie sich nähern, entziffert Orim die antike Schrift, die das monolithische Portal umgibt. Sie schildern die Instruktionen für das Öffnen des Tores, aber sie sagt, dass es einige Zeit in Anspruch nehmen wird, diese Schritte durchzuführen. Die Magie muss sich erst sammeln, und wenn alles soweit ist, kann das Portal nicht lange offen gehalten werden. Falls sie wetterlich nach der Befreiung Cerseis verfolgt wird, muss der Öffnungsprozess des Portals schon lange begonnen haben, bevor das Schiff den Canyon erreicht. Orim und Ertai diskutieren über das Problem, und Ertai meldet sich freiwillig, in dem Canyon zu bleiben, während sich die Wetterlicht zu Feurats Festung aufmacht. Er schwört, dass er das Portal geöffnet haben wird, wenn sie zu ihm zurückkommen, aber er erinnert Gerard daran, dass es nicht lange offen bleiben wird. Die Magie wird sich zerstreuen, und insgeheim fürchtet Ertai, dass er die gebündelte Magie nicht lange aufrechterhalten wird. Er weiß jedoch, dass er versuchen muss. Dies ist die Gelegenheit für ihn, sich zu beweisen. Das Schiff segelt ohne ihn weiter. Bald nachdem die Wetterlicht aus dem Blickfeld verschwunden ist, spürt Ertai, dass er nicht alleine ist. Einer nach dem anderen beginnen die Schatten sich zu zeigen. Ein menschenartiger Schatten, der sich selbst Lyna vorstellt, spricht Ertai an.
Sie erzählt ihm, dass sie und ihr Volk, die Sultari, vor vielen Jahren gemeinsam mit ihren Todfeinden, den Dauti und den Talakos, die in diesen Konflikt mit hineingeraten waren, in eine Halbdimension gezogen wurden. Unfähig einer physikalischen Kontakts mit der realen Welt, setzten sie ihren Krieg als Geisterwesen auf dem Feld der Seelen gleich hinter dem Portal fort. Als Luna erfährt, dass Ertai aus Dominaria ist und dass er und seine Freunde Vollrat suchen, ergibt sich die Botschafterin der Sultari in kryptischen Rätseln und Andeutungen. Ertai erkennt, dass sie irgendwie daran gehindert wird, zu erzählen, was sie über Rat und dessen Vorhaben seines Herrschers weiß. Aber er beginnt zu verstehen, dass irgendwas mit Rat nicht stimmt. Irgendwas unbeschreiblich Böses. Tangard auf der Raubvogel. Die Raubvogel setzt Kurs auf Vollrats Festung. Tangard durchsucht das Schiff nach Khan, wobei er vorsichtig dem mechanischen Wachhund aus dem Weg geht, der die unteren Decks patrouilliert. Schließlich findet er den Golem und befreit ihn. Die beiden machen sich auf den Weg zu den oberen Decks, in der Hoffnung, irgendwie über die Seiten des Kriegsschiffs zu kommen. Sie kommen um eine Ecke und rennen beinahe über einen Haufen Mocks. Tangard stützt sich sofort auf sie, aber Khan rührt sich nicht, aus Angst erneut zu töten. Aus einer Menge betäubter Goblins heraus sieht sich Tangard plötzlich Greven Ilvek von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Grevens Miene wandelt sich zu einem verzerrten Grinsen und der Minotaurus stürzt sich kopfüber auf ihn. Der Kampf ist heftig, beide Krieger landen Treffer. Schließlich pariert Greven einen unbesonnenen Schlag Tangards und antwortet mit einer vehementen Rückhand. Tangard geht zu Boden. Die verbleibenden Mocks schleppen die beiden als Gefangenen auf die Brücke. Der Minotaurus könnte einen ausgezeichneten neuen ersten Mat für die Raubvogel abgeben, denkt sich Greven, wenn er erst einmal die entsprechenden Implantate an Ort und Stelle sind. Vollrat persönlich begrüßt die Raubvogel bei ihrer Rückkehr. Er ist sehr erfreut über die abgelieferte Anzahl von Artefakten des Vermächtnisses. Der Ewinker befiehlt den Mocks, Tangard und Khan in die Folterkammern zu bringen. Während Vollrat über Selenias Flügel streicht, berichtet Greven von Geras Sturz und davon, dass Selenia ihn kurz noch einmal ergriffen hatte. Vollrat unterzieht sich seinen Untergebenen einer harten Bestrafung, weil er es nicht geschafft hat, Gerard zurückzubringen. Greven bückt sich und schreit laut auf, als sein künstliches Rückgrat weiß zu glühen beginnt. Auf dem Boden liegend schwört er, dass er Gerard finden wird oder seine Leiche. Vollrat durchwühlt die Artefakte des Vermächtnisses und findet schließlich das Zauberbuch der Tran, welches er begierig durchblättert. Als er darin die Abbildungen der Wetterlicht und andere bekannte Artefakte findet, erhält sich sein Antlitz mit Einsicht und Verständnis. Dann befragt er Greven, was genau Gerard getragen hat. Als Greven dies nicht beantworten kann, befiehlt ihm Vollrat, sich für Gerards sofortige Ankunft bereit zu machen. Die Remasuris. Stark führte die Wetterlicht über einen Sumpf, der von Funken glüht, die der Berg aus seinen Belüftungstunneln ausspuckt. Hinter dem Aschensumpf entdeckt Miri eine Öffnung, die groß genug ist, dem Schiff den Eintritt in den riesigen Vulkan zu ermöglichen. Als die Wetterlicht in den Tunnel eindringt, tut sich eine andere Welt auf. Der riesige Berg enthält viele verschiedene Regionen. Das Schiff fliegt durch eine windende Tunnel und Höhlen. Einige von ihnen sind so schmal, dass sie gerade so hindurchpassen. Irgendwo vor ihnen befindet sich die Festung. In einem der Gänge schrecken sie hinter einer Biegung einen riesigen Schwarm Remasuris auf. Diese geschnäbelten Kreaturen, deren langer, schlanker Körperbau ihnen ein insektenartiges Erscheinungsbild verleiht, erscheinen auf den ersten Blick als keine Bedrohung, aber als Remasuris verschiedenster Arten aus dem Nest hervorkommen, um den anderen zu helfen, scheinen sie sich zu verändern und stärker zu werden. Sie teilen ihre Kampffähigkeit miteinander, während sie sich zum Gefecht zusammenfinden. Die Remasuri attackieren das Schiff und die Mannschaft kämpft Rücken an Rücken, um sich gegenseitig Schutz zu bieten. Als die Crew in Verzweiflung ihre schützende Position aufgibt,
teilen sich die Remasuris, um die Versprengten zu verfolgen. Aber als sich die Kreaturen voneinander entfernen, scheint die Aggressivität und Stärke zu schwinden. Hannah erkennt, dass sie den Schwarm trennen müssen. Der Kampf kann gewonnen werden, indem sie die Kreaturen voneinander separieren. Die Mannschaft verteilt sich und die Remasuris machen es ebenso. Bald darauf laut der Angriff ab und das Schiff segelt weiter. Der Schmelzofen. Das Schiff erreicht den Schmelzofen von Rath. Große Geysire versprühen hier die Flammen und überall entladen sich Blitze aus elektrischer Energie. Langsam manövriert die Wetterlicht durch die Höhlen, die scheinbar von Säulen und Feuer und Blitzen getragen werden. Die Luft ist von Asche geschwängert und kaum noch atembar. Lichtbogen und Kugelblitze rollen über die Decks und die Crew der Wetterlicht löscht zahlreiche Feuer. Mehrere Matrosen werden ernsthaft verbrannt. Orim erspart dem Schiff und seiner Crew weiteren Schaden, indem er eine Metallstange aus dem Geländer des Schiffes am Bug befestigt, um den Blitzen ein Ziel zu geben. Dabei schützt sie sich selbst mithilfe ihrer samitrischen Magie vor dem gefährlichen elektrischen Ladung. Die Wetterlicht klettert aus dem Schmelzofen heraus und langsam den Berg hinauf, bis sie die Todesgruben von Rath erreicht. Dies ist ein schwarzer, ölverschmierter Ort, wo Vollrath die Experimente und Feinde entlagert, die ihm nicht länger von Nutzen sind. Das Schiff wird von allen Seiten von dem allgegenwärtigen und anscheinend intelligenten schwarzen Schlamm angegriffen, der Skelette und andere verrottete Dinge mit Hilfe beweglicher Fäden aus seiner eigenen Substanz zum Leben erweckt. Die Mannschaft weiß nicht, wie sie diesen derartigen Schlamm bekämpfen soll. Ein Skelett, das niedergeschlagen wurde, nähert sich dem Schiff. Während der Rest der Mannschaft unter Deck eilt, gerät Squee in Panik und klettert auf eine der Maste der Wetterlicht. Gerard sieht, dass der Goblin in Gefahr ist und eilt ihm zu Hilfe. Das animierte Skelett schlägt nach ihm, während er klettert. Als Gerard Squee erreicht hat, sich dieser vor Furcht um sein Spielzeug gewickelt. Aus Versehen aktiviert er das Artefakt und dessen warmes Glühen hindert eines der Skelette daran, Gerard zu töten. Unbewusst hat Squee das Leben des Kapitäns gerettet. Sie steigen herab auf sichere Deck und das Schiff lässt mit voller Kraft den Gestank und die Schrecken der Gruben hinter sich. Die Festung. Die Todesgruben hinter sich steigt die Wetterlicht zu Vollraths Festung empor, die in das Herz des Berges gehauen ist. Die Festung ist durch zahlreiche Zinnen, die nach oben und unten aus der massiven Struktur herausragen, am Inneren des Berges befestigt. Langsam nähert sich das Schiff diesen Zinnen auf der Suche nach einer Andockstelle, an der die Mannschaft unentdeckt in die Festung eindringen kann. Stolz spricht Gerard zu seiner Mannschaft. Er hat ihnen versprochen, dass sie diese Festung finden würden und nun verspricht er ihnen eine erfolgreiche Rettungsaktion. Er entscheidet, dass er, Krovax, Miri und Stark hineingehen werden. Ihre Ziele sind mannigfaltig. Sie müssen Tangard und Khan finden, Starks Tochter zurückbekommen, die Teile des Vermächtnisses wieder zurückgewinnen, die Gräfin ihr weggestohlen hat und natürlich Sissei befreien. Krovax hofft insgeheim, dass er dort drinnen Selenia finden wird. Hannah, Orim und Squee bleiben beim Schiff zurück, als die Retter in die dunklen Klippen von Vollraths Festung hinabsteigen. Ah, schön, dass du es bis hier durchgehalten hast und dir so ein bisschen was über Tempest angehört hast, dir die Karten mit mir zusammen einmal die wichtigsten angeguckt hast und sogar noch die Story durchgehalten hast. Hier ist nun dann das Ende des Videos erreicht und die heutige Folge Tap to Know Game, die sich über die Edition Tempest beschäftigt, ist damit Geschichte und beendet. Und ja, in den nächsten beiden Wochen werden wir dann die anderen beiden Editionen des Tempest-Blocks Stronghold und Exodus nochmal ein bisschen näher beleuchten. Da werde ich dann storytechnisch nicht mehr so tief reingehen, denke ich, dass ich jetzt hier 40 Minuten vorlese. Aber zumindest werde ich nochmal so ein bisschen die Story grob anreißen. Auf jeden Fall, ja, danke, dass du bis hier durchgehalten hast und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder.
Bis dahin, bleibt mir treu, euer Tito.